Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jönaus. Wie schon im letzten Video bin ich heute wieder in London, allerdings dieses Mal bei schönerem Wetter. Und auch wie im letzten Video geht es heute wieder um die Apple Watch. Jedoch nicht um die Watch an sich, sondern vielmehr um die Bänder. Nicht um das pinke Band, auch nicht um den schwarzen Sportloop, den ich mir extra für den Sport gekauft habe, weil das pinke jetzt echt nicht so mein Fall ist. Es geht diesmal um Echtlederbänder. Welche das sind und ob ich die euch empfehlen kann, das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Die Bänder an sich kommen in vier verschiedenen Kollektionen, wobei ich jetzt die Paris, die Zürich und die Berlin testen konnte. Das sind immer verschiedene Lederarten und die Kollektion sagt nur was über die Art. Also hier jetzt zum Beispiel bei der Berlin-Variante mit den abgesteppten Nähten und jetzt bei mir der braunen Farbe. Das Ganze gefällt mir sehr, sehr gut, ist gut durchdacht vom Konzept und preislich gehen die los bei 79 Euro. Nach oben hin sind fast keine Grenzen, denn die gehen bis ca. 250 Euro. Da hat man dann aber auch Krokodilleder. Wer das braucht, okay. Um den Preisaspekt vorweg auch schon mal ein bisschen zu entschärfen, kann man sagen, dass die Apple-eigenen Bänder, also diese Sportbänder, die wirklich billig sind, 59 Euro kosten. Also billig natürlich nur von der Qualität her. Und wenn man hier ein Echtlederband für ab 79 Euro kriegt, was 20 Euro mehr ist, dann ist es doch ein Stück weit relativiert, weil die einfach perfekt passen und qualitativ doch deutlich hochwertiger sind. Bandwerk selbst geht sogar so weit, dass sie sagen, sie verkaufen die Bänder stets zum besten Preis, wo sie sie anbieten können und werden auch niemals mit Rabattaktionen oder ähnlichen die Dinger günstiger machen, weil sie einfach schon auf dem Bestpreisniveau sind. Kann man natürlich sagen, okay, ist natürlich trotzdem relativ teuer, aber vergleicht man das Ganze mal mit Armbändern für hochwertigere Uhren, kommt man schnell in ähnliche Preisdimensionen und hier hat man dann eben noch die farblich passenden Konnektoren. Ihr müsst also keine Angst haben, dass wenn ihr heute ein Band kauft, dass es eventuell übermorgen günstiger sein könntet, denn sowas gibt es bei Bandwerk nicht. Dazu gibt es auch einen interessanten Blogbeitrag, den verlinke ich euch unten mal, wo sie das eben schildern, wie es bei denen abgeht und was die Philosophie dahinter ist. Jetzt würde ich aber sagen, widmen wir uns den Bändern und schauen diese im Detail an. Schauen wir uns aber zunächst einmal die Verpackung an, denn das lohnt sich wirklich. Jedes einzelne Band kommt in so einer Box daher, also ist wirklich einzigartig verpackt. Es ist so ein Papier außenrum, umwickelt von der Schnur, da drin befindet sich diese Holzbox. Diese zieht man auf und darin ist noch extra ein Säckchen, worin sich dann das Band befindet, was man denn gekauft hat. Die Bänder an sich, wie gesagt, ich habe drei verschiedene Varianten, ähneln sich sehr vom Aufbau. Also wir haben eben die entsprechenden goldfarbenen Konnektoren und dann die Bänder an sich. Diese sind alle hochwertig verarbeitet und ähneln sich im Design, in der Länge sind sie auf jeden Fall gleich. Man kann die ganz normal wechseln, wie man das Apple typisch kennt. Dazu drückt man diesen Knopf, zieht sie raus und schiebt die neuen Bänder rein. Das geht super einfach und die Bänder passen da wirklich perfekt. Wie gesagt, sind meine Bänder aus drei verschiedenen Kollektionen. Das erste ist das Strauß-Armband aus der Zürich-Kollektion. Das zweite ist das Souffert-Armband aus der Paris-Kollektion in Schwarz. Und das dritte ist das dunkelbraune Lederarmband aus der Berlin-Kollektion. Das wirkt jetzt hier bei Sonnenlicht ein bisschen heller. Bleiben wir gleich einmal bei dem, denn das finde ich farblich sehr gut gestaltet. Durch die weißen Nähte hebt sich das sehr gut von dem dunklen Braun ab und es passt sehr gut zu der doch leicht roséfarbenen Apple Watch. Ich finde diesen Braunton sehr klassisch und gerade zu Hemden oder ähnlichen passt das sehr, sehr gut. Also wer der Mode bewusst ist, für den ist dieser Braunton was. Das schwarze Armband aus der Paris-Kollektion ist im Gegensatz zu den anderen beiden ein bisschen dünner vom Leder her und ist daher sehr gut für etwas dünnere Arme geeignet. Ich finde es trotzdem sehr klassisch mit dieser leichten Maserung obendrauf und dem komplett schwarzen Finish. Also es gefällt mir sehr. Gerade in Verbindung mit dem goldenen Gehäuse und dem schwarzen Display macht das einen sehr guten Look und gefällt mir einfach. Das dritte Armband im Bund ist, wie angesprochen, das blaue Straußenarmband aus der Zürich-Kollektion. Das gefällt mir persönlich am besten mit diesen charakteristischen Punkten für so ein Straußenarmband, wo früher die Federn drin gesteckt hatten. Ich hatte ja damals die erste Apple Watch in Gold und da war ja auch ein dunkelblaues Armband dazu, deswegen gefällt mir das hier sehr besonders und ich finde, es ist einzigartig. Nicht schlecht geschaut habe ich bei dem zweiten Hinsehen auf der Rückseite des Berlin-Armbandes, denn da ist eine Jönaus-Prägung versehen, die hat mir Bandwerk drauf gemacht. Das könnt ihr auch machen für 9 Euro Aufpreis, gibt dem Ganzen nochmal einen individuellen Look und lässt einen vielleicht auch über diesen kleinen Versatz hier der Konnektoren hinwegsehen, der nicht ganz so schön ist.
Die Lederarmbänder von Bandwerk haben mich voll und ganz überzeugt. Nicht nur mich, sogar andere Leute, denn ich wurde darauf angesprochen, was es denn für coole Bänder sind, da gerade die Konnektoren und die wirklich gut verarbeiteten Lederarmbänder auffallen. Die Verarbeitung ist top, die Materialauswahl, also auch diese Schnalle und das Leder an sich, sind wirklich super und da gibt es gar nichts zu mängeln. Natürlich sind die Armbänder ein bisschen steif am Anfang, aber das legt sich mit der Zeit und die schmiegen sich dann sehr gut dem Arm an. Haben auch noch gar keine Abnutzungserscheinungen, das ist ja manchmal bei Leder so das Problem, dass man da dann sieht, wo man vielleicht geschwitzt hat oder ähnliches. Hier überhaupt nichts, Verarbeitung perfekt, auch die Nähte halten, da bin ich rundum zufrieden. Der einzige Kritikpunkt, den ich auch vorhin schon angesprochen habe, ist, dass die Konnektoren manchmal nicht zu 100% passen, aber das kennt man von Apple auch, also mein Sportloop beispielsweise steht auch seitlich immer ein bisschen heraus, da also keine zu große Kritik an Bandwerk. Ich finde mittlerweile auch den Preis gerechtfertigt, gerade die Modelle für 80 Euro, die ja wirklich nur 20 Euro über den Apple-eigenen liegen, sind wirklich okay so. Materialien passen, da stimmt wirklich das Gesamtkonzept und da könnt ihr gern so viel Geld investieren. Ich meine, so eine Uhr kostet 460 Euro und wenn dann das Armband 80 Euro kostet, dann ist es meiner Meinung nach wirklich gerechtfertigt. Die Bandwerkbänder sind einzigartiger Markt, genau wegen diesen farbig passenden Konnektoren. Kein anderer Hersteller schafft es. Ich hatte ja damals die Kawaii-Bänder, die deutlich günstiger waren hier im Test. Allerdings sind da immer silberne Konnektoren. Mich hatte das damals ein bisschen bei der goldenen Variante gestört. Und Bandwerk macht es deutlich besser. Wer da ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen möchte, greift hierzu und werdet damit glücklich, genauso wie ich es bin. Ein riesen Dankeschön an der Stelle nochmal an Bandwerk, die mir die Bänder zur Verfügung gestellt haben. Danke auch für diese Gravur, da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Also schaut bei den Jungs mal vorbei. Wie gesagt, die Preise sind immer einheitlich und sind immer auf dem Punkt, wo ihr das Beste für euer Geld bekommt. Ich würde aber sagen, war es das jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch eine gute Alternative zu den Apple-eigenen Armbändern geben. Denn das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Die gehen ja bei 160 Euro los. Das heißt locker das Doppelte von diesen Bändern hier. Also Bandwerk, Props an dieser Stelle, ihr habt es echt gut gemacht, ich finde die wirklich super. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei einem der nächsten Videos vorbeischaut, bei mir auf dem Kanal. Abo dalassen, deswegen nicht vergessen, denn so seht ihr die neuesten Videos von mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, ciao.